Hier passiert gar nichts. Der ist immer noch am Durchdrehen hier. Was soll ich tun? Was zum Teufel soll ich bloß tun? Da können wir dem nichts machen. Und den haben wir nun auch schon angesprochen fünfmal. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, nee, das... Also wir können hier... Ich weiß es nicht, also... Es gibt ja nicht mal einen Quest-Suchbereich oder sowas, wo wir irgendwie stehen müssen. Wir können jetzt ja einmal rumlaufen. Ach, guck mal, da ist er. Haha! Warte nur. Peisha! Was machst du hier? Ah, ja. Um Himmels Willen. Du wächst das ganze Kloster auf. Ruhe! Um Himmels Willen, ich habe dich bei einem Mordversuch erwischt. Mordversuch? Was redest du da? Du hast mir ins Gesicht gesagt, dass du nur geschäftlich hier wärst. Dass Meister Kieser keinen Grund zur Furcht hätte. Und dann schleichst du hier vor seiner Tür herum. Kieser? Lebt er etwa hier im Kloster? Nun, ja. Hier in diesem Haus. Was hast du hier zu suchen? Das ist ein furchtbares Missverständnis. Ich habe ein langjähriges Abkommen mit dem Kustos, Sebastian vom Berg. Ich versorge ihn mit Salz und Gewürzen. Und ich kam ihm auf die Schliche, dass er mich wiederholt betrogen hat. Dieses Zerwürfnis ist schon ein Weilchen im Gange. Ich wollte mein Geld zurück, das ist alles. Ich hege keinen Groll gegen Konrad. Er hat uns jetzt ja zweimal gesagt, dass er uns das... Ich glaube dir kein Wort, ich denke, ich glaube dir. Nun gut, ich nehme dich beim Wort. Aber hör auf, hier nachts herumzuschleichen und zu versuchen, ins Haus einzubrechen. Konrad hat Todesangst und ich brauche ihn bei klarem Verstand. Nun gut, klingt ganz nach ihm. Ich lasse mir etwas anderes einfallen. Na, das mach mal. Dann schleich mal hier weg. Oh, das ist ja... Also, was... Quest? Gut. Dann kann der sich jetzt erstmal beruhigen. Wie will der denn hier an der Wache vorbeikommen? Mal ganz ehrlich. So, hier, Konrad, komm her. Nun, hast du jemanden entdeckt? Ja, hab ich. Habe ich. Und? Ja, alles Kein gut. Grund zur Furcht. Ich hielt die ganze Nacht Wache und nichts geschah. Einige Leute gingen vorbei, aber niemand Gefährliches. Und was ist mit Peka? Willst du damit sagen, Peka, er hat keine bösen nicht Peka? Absichten? Genau. Er treibt bloß mit dem Kustos Handel. Seine Geschäfte führten ihn hierher. Nun, ich lasse mich aber lieber noch ein Weilchen nicht blicken. Ach komm schon. Komm nach Palmberg. Dort bist du von einer ganzen Garnison umgeben. Echt mal. Ja, ich schätze, das ergibt Sinn. Danke, Heinrich. Ich stehe in deiner Schuld. Wir sehen uns in Thallenberg. Na, Halleluja. Na, Gott sei Dank, wir haben wieder ein kleines Stückchen Quest geschafft. Oh, Gottes Willen. Berichte Meister Pfeiffer von Konrad Kaiser. Ja, das machen wir. Jetzt überlege ich gerade, ob es vielleicht sogar eine ganz gute Idee ist, da nochmal hinzureisen, weil wir auch noch nicht mit Bernard gesprochen hatten, glaube ich, ne? Das war auch noch offen. Das konnten wir die ganze Zeit nicht, ne? Optional. Sprich mit Hauptmann Bernard. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht und der will bestimmt auch noch mal irgendwas. Deswegen überlege ich gerade, ob es vielleicht eine sinnvolle Sache wäre. Ah, ne, guck mal, das ist das Ende der Quest. Das lassen wir mal. Dann werden diese ganzen Sachen vielleicht abgebrochen. Ne, also wir machen jetzt erstmal weiter mit dem ursprünglichen Plan. Wir reisen weiter nach Ledetschko. Das ist unser nächster Punkt wegen dem Wirt. Dann weiter hier hoch zum nächsten Wirtshaus zu den Köhlern wegen der Kohle. Hier oben zum nächsten Sitz und dann weiter zurück, dass wir die ganze Runde machen. Und dann könnten wir mal, ob wir vielleicht hier in den Wäldern von Thalenberg nicht doch vielleicht noch den einen oder anderen Hirsch bekommen, um das Fleisch hier abzugeben. Nach und nach. Wir können es auch kaufen, ne? Wir waren auch gerade beim Fleischer. Gibt es irgendwo in der Nähe hier oben nicht auch einen Fleischer? Da. Guck mal, da gibt es auch einen Fleischer. Dann kaufen wir das Fleisch einfach oder so viel wir können einfach hier ein und bringen das dann hier hin und den Rest jagen wir noch. So. Irgendwie muss es ja gehen. Gut. Also, der reitet jetzt los. Wir haben das erledigt. Gott sei Dank. Das hat mich nur ein paar Nerven gekostet. Und wir reisen natürlich bei Tag. Nicht jetzt bei Nacht. Das heißt, wir legen uns jetzt einfach nochmal ein paar Stündchen hin.
Und genau, gut, dass wir den jetzt nicht irgendwie besiegt haben. Wir haben das eigentlich echt gut gelöst. Das mit dem Schleichen dann durch Zufall entdeckt. Wie das wohl gewesen wäre, wenn er den nicht entdeckt hätte. Für alle, die es schon mal ausprobiert haben, gerne mal sagen. So, wir können jetzt nicht länger als 3 Stunden schlafen. Warum nicht? Weil wir... Achso. Ja gut, dann müssen wir noch irgendwas machen. Wir haben schon wieder keine Sattheit. Lass uns noch mal essen. Komm. Essen ist doch hier unten auch noch, glaube ich. Irgendwo war da noch was zu essen. Ins Kloster können wir nicht mehr. Ja, hier konnte man noch was essen, genau. Ja, dann lass uns bis zum leichten Sonnenaufgang schlafen und dann, so lange ist es jetzt nicht mehr bis... Achso, warte mal. Bis zum Sonnenaufgang. Wir könnten theoretisch noch in unser... Ach, der schläft schon wieder nicht. Ja, gut. Wir könnten eigentlich in unserem eigenen Bett schlafen, ne? Das machen wir noch, komm. Dann reiten wir mit Pebbles noch. Wir haben noch unser Bett bezahlt. Warum so spärlich hausen, wenn wir das nicht besser haben können? Dann reiten wir jetzt nochmal eben zu unserem eigentlichen Schlafplatz, jetzt, den wir uns erkauft haben. Und dann geht's weiter nach Ledeczko am nächsten Tag. Achso, übrigens. Nein, das wollen wir nicht. Aber sonst werden wir wieder hier der Umtriebigkeit bezichtigt. So, und dann... Guck mal, das Wirtshaus hat sogar noch aufgehabt jetzt hier. Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier schlafen können. Und wenn, wie lange? Ganz schön viel, was wir hier an Zeit verlieren. Ach, guck mal, bis nach 5, da ist ja schon wieder Sonnenaufgang. Ja, wunderbar. Dann machen wir das und dann reiten wir weiter nach Ledeczko. Da hoffen wir, dass das Wirtshaus da auch gleich auf hat. Und wir dann auch was machen können da. Ja, wir müssen ja einfach nur nach dem Bier fragen. Ich glaube, beim letzten Mal, der hatte irgendwie keine Bierlieferung bekommen. Da hätten wir dann irgendwie was klauen müssen. Das versuchen wir erstmal nicht. Wir versuchen natürlich, irgendwie was käuflich zu erwerben oder irgendwas in der Art zu schaffen. Alles andere wäre, glaube ich, wirklich Quatsch. Und ja, guck mal, jetzt sieht es auch gut aus. Wir waschen uns nochmal eben schnell. Hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Waschtrog. Gibt es ja eigentlich an jeder Ecke. Ja, der ist natürlich leer. Und da ist ein Deckel drauf. Gibt es im Wirtshaus keine Waschtrog? Ist eigentlich an jedem... Na gut. Wir können auch nochmal ins Badehaus gehen. Eigentlich können wir uns doch nochmal richtig im Badehaus verwöhnen lassen, oder? Denn wir sind doch... waren doch auch das eigentlich Freihaus. Ja! Warum sollten wir nicht da nochmal ein richtig gutes Bad genießen und uns komplett nochmal reinigen, jetzt nach den ganzen Strapazen hier in diesem elendigen Sasau? Das uns immer wieder aufhält. Ja gut. Aber da ist natürlich jetzt auch niemand, weil die schlafen natürlich jetzt auch alle noch. Ja gut. Also Badehaus ist nicht, hat nicht auf. Es hat eigentlich nichts auf um diese Uhrzeit. Wir reiten jetzt einfach nach Ledeczko und ist gut. Wie kennen wir ja inzwischen. Wir reiten wieder durch den Wald. Ja. Und da fragen wir dann mal bei dem erstbesten Wirt, ob wir da nicht was bekommen. Und wenn wir da nichts bekommen, dann eben beim nächsten. So, wie war das? Ich glaube, hier nach dem Busch, hier hoch und dann... Genau, hier war so ein ausgewiesener Trampelpfad. Ich glaube, den ausgetretenen Trampelpfad... Der hier ist, der ist nur durch uns entstanden hier. So,
So, jetzt hoffen wir mal, dass hier auch keine irgendwelchen Banditen noch stehen, die hier nachts noch rumlungern. Die müssten ja auch mal langsam in ihr Schlaf gemacht. Normalerweise so gerade abends um die Zeit ist immer hier ein bisschen was los. Da muss man ein bisschen gucken. Wäre doof, wenn jetzt uns irgendjemand hier erwischt, aber nö. Ja. Zufallsevents haben wir irgendwie dann doch ganz gut hinter uns gebracht. Am Anfang war das wirklich viel. Ich finde, dass es mit dem Laufe des Spiels echt weniger geworden. Ob das so gewollt ist vom Spiel, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen das, was ich dabei mitnehme. Dass im Verlauf des Spiels wirklich weniger ist mit diesen Banditenbefehlen. Ob das daran liegt, dass wir diese Banditen immer mehr da aufgescheucht haben und die jetzt weniger so in den kleineren Gruppen rumlungern, sondern sich alle so ein bisschen zusammengeschlossen haben. Ob das jetzt tatsächlich spieltechnisch so ist. Oder ob das jetzt auch daran liegt, dass wir einfach Glück haben. Oder einfach jetzt auch weniger bei Nacht geritten sind. Am Anfang sind wir deutlich öfters auch nachts geritten. Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. So, nächstes Wirtshaus. Und auch hier werden wir natürlich erstmal ein bisschen warten. Halt, Herr Wirt. Na, okay. Gut. Aber hier können wir uns zumindest mal waschen. Ne, auch hier können wir uns nicht waschen. Toll. Ist hier denn nirgendwo, wo man sich waschen kann? Hier. Und dann werden wir, glaube ich, einfach mal uns irgendwo hier hinsetzen und ein bisschen Zeit vorspulen laufen lassen. So wie immer. Wir packen aber natürlich die Fackel ein. Und dann, das Leben beginnt ja so ein bisschen um 10. Und dann werden wir hier mal vorsichtig anfragen, ob er Bier für uns hat. So, wenn wir hier nichts bekommen, reiten wir weiter nach zu der Taverne an dem Weg oben, wo wir auch Fritz und Matthäus getroffen haben. Da, wo wir noch theoretisch die Nebenquests offen haben, die wir noch nicht gemacht haben. Da wäre die Überlegung, ob wir die jetzt gleich in dem Zusammenhang noch angehen wollen. Aber das ist, glaube ich, auch eine sehr langwierige Quest. Und ich bin gerade der Meinung, ich will mich jetzt irgendwie von dieser Hauptstory nicht so richtig abbringen lassen. Daher ist meine Meinung hier, dass wir es lassen. Mal gucken. So, ich bräuchte ein paar Fässer Bier. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab kaum noch Bier übrig, aber fässerweise Ziegenmilch. Könnte das die Stimmung heben? Ja gut, das bringt uns auch nicht weiter. Wir können auch nichts bei ihm kaufen jetzt. Können wir nicht irgendwie einfach... Ne, Dorfbewohnerin, die Schankmaid. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Ich brauche Bier. Na okay. Mach's gut. Okay, also hier kriegen wir auch kein Bier. Der will uns auch kein Bier geben. Ziegenmilch bringt uns nichts. Okay, also hier werden wir auch nicht fündig. Dann reiten wir zur nächsten Schenke und zwar hier hoch. Den Weg am Fluss entlang. Ach ne, da kommen wir nicht weiter. Wie sind wir denn eigentlich immer geritten? Sind wir hier über die... Ach genau, den Weg sind wir noch gar nicht. Ach genau, hier am Fluss können wir gar nicht lang, weil da war diese Höhle. Ne, genau, wir wollen hier hoch. So wie wir eigentlich theoretisch auch nach Thalmberg immer geritten sind. Oder nach Merhojet. Wir reiten dann bloß von diesem Bauernhof rechts wieder runter in Richtung der Schenke. Gut. Würfeln wollen wir auch nicht. Wie sieht denn eigentlich unser Geldstand aus derzeit? Ah, fast 8K. Einmal bitte das Schild ausrüsten. Ja, Entschuldigung, mein Pferd steht mit dem Weg. Es tut mir leid. Okay. Also ich befürchte fast, dass wir nirgendwo Bier bekommen und dass wir... Also irgendwas müssen wir machen dafür. Ich hab's das schon so im Gefühl, dass uns das nicht einfach so gegeben wird. Es kann natürlich sein, dass es nur bei einer bestimmten Taverne gibt und wir diese Taverne entweder erst freischalten müssen oder die halt nicht auffällig in einem Dorf ist. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass die jetzt in dem Teil ist, in dieser, ich sag mal, Taverne am Wegesrand, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir ausgerechnet da Bier bekommen, weil die halt nicht so auffällig ist. Und es könnte ja durchaus sein, spieltechnisch gesehen, und ich spinne jetzt einfach mal ein bisschen, dass dieses Spiel möchte,
dass man sich eben auf dieser Karte umguckt. So, jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir da schon rechts abbiegen? Ja, könnten wir. Können aber auch den etwas entspannteren Weg hier rüber nehmen. Ja. Und zwar müsste das dann hier oben irgendwo sein, richtig? Genau. Ich glaube, den Weg sind wir auch schon mal gegangen. War das jetzt vor dem Hof? Vor dem Hof rechts, ne? Genau, jetzt müssen wir hier rechts runter. Ja. An den kann ich mich auch erinnern. An den sind wir auch schon mal gegangen. Ja. Und dann hier zur Schenke. Wo sind wir richtig jetzt? Ja. Ja. Dieser Birkenwald kommt mir hier so... Das kommt mir so lang vor gerade. Dabei ist die Schenke, glaube ich, gar nicht so weit weg hier. Ah, da vorne ist sie schon. Na, wunderbar. Guck mal. Und jetzt ist nämlich eine Schenke, die hier, sag ich mal, mitten im Nirgendwo steht. Und das... Ich weiß nicht, aber irgendwie... Oh, halt. Ach, Zäune. Es kommt mir so logisch vor, dass es denn ausgerechnet hier Bier gibt. Aber vielleicht gibt es auch noch irgendwo anders eine Taverne, die wir noch eher hätten finden müssen. Wir fragen mal den hiesigen Wirt. Ja, Matthäus ist ja auch noch da. Mal gucken. Andreas. Guten Tag. Oh, was hältst du vom Angriff auf Thalenberg? Und so weiter und so weiter. Mit dem können wir sogar richtig was besprechen. Okay, cool. Was hältst du davon, dass Thalenberg angegriffen wurde? Was soll ich davon halten? Solange das anständige Volk in Frieden leben und ich mich rausreden kann, Steuern zu zahlen, ist mir egal, wer mein Lehnsherr ist. Aha. Tja, der neue Herr erinnert sich aber sehr gut daran, wer es verabsäumte, ihn auszuzahlen. Und die Armen wandern deshalb vermutlich direkt zum Galgenberg. Das sind schlechte Nachrichten, vor allem für uns Arme. Hoffentlich jagt ihr ihn so schnell davon, dass er sich anscheißt. Oh, oder das ist gut. Ihn am höchsten Baum Thalenbergs auf. Dabei würde er sich vermutlich auch anscheißen. Und so soll es sein. Ein bisschen Scheiße und alles wächst und gedeiht. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, der ist auf jeden Fall gewillt zu helfen. Andreas, in Thalenberg ist das Bier aus und die Waffenknechte fangen an zu murren. Könntest du welches hinschicken? Könnte ich. Nur springt dabei nichts für mich raus. Doch. Du musst deine Steuern im Bier zahlen, nicht wahr? Rein aus Interesse, wem zahlst du eigentlich deine Steuern? Soll ich etwa Thalenberg welche zahlen, dem alten Divish? Als Herr Havel von Waldeck der Herr hier war, konnte ich mich rauswinden. Seitdem wurden nie welche eingetrieben. Im Augenblick kampieren drei hohe Herren bei Thalenberg. Und einer von ihnen könnte sich sehr für deine Steuerschuld interessieren. Sicher würde er deine Steuern in Form von Bier eintreiben wollen. Wenn du das so sagst, ich hätte ein paar Fässer, die ich euch schicken könnte. Zu viel büße ich dabei nicht Na, ein. Na, guck mal. Das Bier hält sowieso nicht mehr lange und ich müsste es wegschütten. Vergiss nicht, wenn du sie damit vergiftest, landest du am Galgen. Die Männer werden es schon schnell genug wegsaufen. Außerdem, bei dem ganzen Kohl, der gefressen wird, kommt niemand auf die Idee, dass sie die Scheißerei dem Bier zu verdanken haben. Ich werde die Fässer sofort verladen und richte den Herren meine Grüße aus. Na, wunderbar. Ich überbringe ihnen mein bestes Bier als Geschenk. Irgendwas Gutes wird dabei schon für mich herausspringen. Na, dann haben wir das doch auch schon mal... Mach's gut. ...geschafft. Berichte dem Quartiermeister vom Bier. Guck mal. Wir können natürlich jetzt noch... weiterfragen? Ich weiß es nicht. Also, das ist immer noch offen. Ich weiß gar nicht. Sprich mit Bernard, haben wir ja. Die fragt die Kühler in der Gegend, ob sie Pech, das machen wir jetzt. Genau, berichte dem Quartiermeister von dem Bier. Das haben wir dann doch geschafft. Cool. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter zu den, wir haben schon ein paar Sachen, die wir jetzt abschließen können. Hier oben, da und auch hier unten. Das ist sehr gut. Dann gucken wir jetzt, dass wir ein bisschen Pech bekommen. Das heißt, auf zu den Köhlern. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir da jetzt am besten hin. Ich glaube, von hier aus ist es gar nicht so weit. Wir müssten jetzt eigentlich hinter dem Lager weg und unsere ursprüngliche Route da nehmen. Und das Köhlerlager kennen wir sogar schon. Und von da aus kommen wir dann auch wunderbar weiter Richtung Uschütze.
Na, guck mal. So wird doch mal ein Schuh draus. Genau, hier durch und dann tatsächlich den Weg, glaube ich. Und den Weg dann folgen nach links dann, genau. Ja. Okay, komm. Komm, Pervis. Wir haben zu tun. Heute zeigst du mal richtig, was du kannst. Ach, guck mal, ich glaube, den Weg sind wir schon mal geritten. Und hier wurden wir auch des Öfteren schon angefallen und überfallen. Das war, glaube ich, einer der nervigeren Wege. Aber hoffen wir jetzt einfach mal, dass das hier gut ausgeht. Ah, wir sind falsch, oder? Ne, wir sind richtig. Auch gut. Ja. So, hier waren wir nämlich auch schon mal in diesem schönen Köhlerlager. Und gleich nochmal eine neue Stute reiten. Bekommen. So, es gibt glaube ich nochmal eine Hauptstufe darauf auf, oder? Nee. Oder? Haben wir nochmal eine. Doch, wir haben bei Fertigkeiten nochmal einen Punkt bekommen. Unter? Für Reiten tatsächlich. Ah, wir schauen mal, was es hier noch gibt. Aufgestacheltes Pferd. Ist dein Pferd verletzt, ist es schneller. Wetterfühlig. Ah, das lassen wir mal, Pferdeflüsterer. Das ist auch nochmal ganz interessant. Dein Pferd wird dich außerhalb von Kämpfen niemals abwerfen. Lernen wir das ja. Ja, Lastenpferd. Genau. Ja, im Zweifel hätten wir Lastenpferd mal machen sollen, aber um mehr tragen zu können. Aber gut, jetzt haben wir das so geregelt. Okay, wir sprechen mal hier mit dem Meister hier und der soll mal ein bisschen Pech. Pech für uns. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich bin auf der Suche nach Pech für Talmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Talmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, ja, guck mal. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es euch bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Gott behüte dich. Sehr gut, sagt dem Kultier, dass jemand das Pech abholen soll. Auch das hat super funktioniert. Das ist also jetzt läuft es ja wieder. Ne? Nachdem wir jetzt da diese Geschichte gemacht haben, kommen wir da jetzt auch mal ein bisschen weiter. Ab nach Uschütze. Direkt weiter. Also bis jetzt kommen wir hier gut klar mit den ganzen optionalen Sachen. Pech abholen, wir müssen noch mit Hauptmann Bernard sprechen. Und jetzt gehen wir aber erstmal nach Uschütze. Und reiten da weiter. So, wie sieht's aus mit Essen? Ah, wir könnten tatsächlich mal was vertragen. Ihr habt doch bestimmt irgendwo einen Topf, aus dem wir hier was essen können. Da hinten, guck mal. Das sieht gut aus. Danke. Wir sind ein ganz kleines bisschen überfressen. Das macht aber nichts. Oh, guck mal, die Hase. Das ist ja potenziell schon mal Fleisch für uns, ne? Ja, also das könnten wir nochmal gucken wegen dem Jagen. Hier wissen wir, in diesem Wald gibt es sehr viele Hasen und Hirsche und was weiß ich und Wildtier. Das ist ja der Wald, mit dem wir auch mit Hans Capone unterwegs waren. Na gut. Okay, nächster Halt, Uschütze. Wir wollen mit Godwin sprechen, mit unserem guten Fahrer. Und wir können hier auch nochmal nach Bier fragen. Wer weiß, vielleicht kriegen wir da ja auch noch was. Bis jetzt haben wir, das ist irgendwie noch nicht weggegangen, ja. Die Quest. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir müssen eigentlich nur rechts den Weg folgen und dann immer geradeaus. Ja. Und dann kommen wir direkt nach Uschütze rein. Schön, mal wieder in Uschütze sein, mal wieder mit Godwin sprechen, das war immer witzig. Ja. Wir wissen ja auch, Godwin war uns auch schon immer mehr oder weniger gut zu sprechen. Der hilft uns bestimmt. Das sehe ich hier ganz, ganz entspannt. Schon sind wir aus dem Wald raus und dann geht es hier schon auf die freie Fläche. Hier war auch schon mal ein Kampf, erinnert euch? Hier mussten wir uns auch nochmal verstecken, also hier waren immer mal überall Kämpfe. Aber das ist jetzt alles weg. Also ich bin wirklich, das ist wirklich spannend. Und da kommen wir dann nach Uschütze.
dass es wirklich weniger geworden ist. Vielleicht liegt das jetzt auch wirklich so am Spielstand jetzt auch wirklich, ne? Die haben sich jetzt verschanzt, das ist jetzt so irgendwie der letzte, ich weiß nicht, das letzte Aufbegehren. Wir haben ein paar Lager von denen platt gemacht. Der hat ja gesagt, der hat eine große Armee. Ich befürchte immer noch, dass das irgendwie schwierig wird, aber ich bin absolut gespannt, wie das ausgeht. Historisch habe ich mich jetzt auch gar nicht spoilern lassen, weil das ist ja dem Ganzen irgendwie ein bisschen angelehnt. Da weiß ich jetzt... Oh, nicht jemand umreiten. Da weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das dann letztendlich irgendwie zusammenhängt. Ah, da glockt es. Da glockt es. So. Gott. Was ist denn hier los? Komm, wir fragen erstmal nochmal den Tavernenwirt. Den Tavernenwirt, nach Bier. Gott sei mit dir. Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab kaum noch Bier übrig, aber fässerweise ziemlich. Ach komm, könnte okay. Das die Stimmung heben? Nee, komm. Also der hat das gleiche wie der hier. Das ist dann also wirklich unsere Chance da mit dem anderen. Und jetzt müssen wir einfach mal mit Godwin sprechen. Godwin! Ich brauche dich. Ach guck mal, Vika ist ja auch noch. Der ist ja, der lungert ja immer noch hier rum. Ach, da ist Godwin. Godwin, komm her. Ich brauche dich. Willkommen, Heinrich. Komm mal her, Godwin. Wie geht's? Ich hätte eine Bitte. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Thalmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Ich würde gern helfen, aber ich kann nicht. Oh doch? Meine Schäfchen haben mich im Auge, und wenn ich mir nur einen Fehltritt leiste, habe ich den Bischof am Hals. Das ist doch kein Fehltritt. Aber persönlich? Dann soll er selbst hierher kommen und fragen. Wie auch immer, ich gehe nirgendwo hin. Nur wegen dir habe ich eine Klinge im Nacken, Heinrich. Glaube nicht, ich hätte das vergessen. Was? Ich habe dich zu nichts gezwungen. Und nur weil ich dir nicht aus der Patsche half, verwehrst du nun unschuldigen Fremden Gottes Gnade? Du wagst es? Ich lasse mir nicht von dir ins Gewissen reden. Meine Gründe sind ehrenhaft. Na gut, ich verstehe. Aber wieso drehst du den Spieß nicht um? Weshalb sagst du nicht, du gehst nach Thalmberg, weil es das Richtige und deine Pflicht als rechtschaffender Christ ist, obwohl du dabei getötet werden könntest, wie diese eine heilige... Sebastian, keine schlechte Idee. Sag mir, lassen die Bogenschützen wirklich Pfeile regnen? Es ist eine Belagerung, nicht? Nun, die Lager sind außerhalb ihrer Reichweite, also kein Grund zur Sorge. Gut, ich werde sehen, ob das Meer der Bürger zieht und gehe dann. Außerdem bekomme ich dann mal eine Pause von all den wertenden Blicken. Vergebung ist menschlich, verflucht. Oder sind Verfehlungen menschlich? Ich merke mir das nie. Eigentlich das zweite, ehrlicherweise, aber ist okay. Alles Gute. Gut, Godwin, schön. Am Anfang war er noch so freundlich und dann hat er was hier von wegen, ich vergesse das nie, die Klinge am Hals. Dabei habe ich doch gar nichts Böses gemacht. Okay, wir haben also alles abgeschlossen erstmal. Dann können wir jetzt erstmal, glaube ich, alles abbesprechen. Ne? Das ist alles jetzt durch, oder? Questlog. Sprich mit Hauptmann Bernhard, müssen wir noch. Das haben wir gemacht. Von dem Bier... Dass jemand das Pech abholen soll. Und eigentlich haben wir doch jetzt auch das mit dem... Warte mal... Müssen wir da mit Divi sprechen? Das nehmen wir das Pech. Bier trennen. Das sollen wir auch machen. Okay, so, jetzt kaufen wir erstmal nochmal bei dem Metzger ein bisschen Fleisch. Mal gucken, wie viel er hat. Der Metzger war da unten irgendwo. Und den Rest jagen wir. So, wir gehen jetzt nochmal zu dem Metzger und dann kaufen wir ein bisschen Fleisch. Ich weiß nicht, wie viel wir tragen können. Wie viel wir da jetzt überhaupt kaufen können. Zu anständigen Preisen. Aber vielleicht ist es ja so viel, dass wir von dem Fleisch, das wir holen sollen, das meiste schon irgendwie haben können.
mal. Das wäre schon wie cool. Dann packen wir so viel wie es geht irgendwie ins Pferd und den Rest nehmen wir dann irgendwie so mit. Gucken wir mal. So. Komm. Ich brauche ganz viel Fleisch. So, wo ist der Metzger? Da. Gott sei mit dir. So, lass uns handeln. Also, was brauchen wir? Wir brauchen, guck mal, der hat 20 Räucherwürste, Dörrfleisch, Hammelfleisch, das kriegen wir doch irgendwie zusammen, oder? Irgendwas, was nicht so schwer ist. Und was vor allem nicht so viel kostet. Das ist das Günstigste. Zählt das denn schon? Die Grieben, ich weiß es nicht. Das Hasenfleisch. Okay, das Hasenfleisch kaufen wir auf jeden Fall. Ah, das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Speck ist auch noch relativ günstig. Die Grieben. Ich weiß nicht, ob das Fleisch ist, aber wahrscheinlich nicht. Ich hab die zählt, aber die ist teuer. Das Hammelfleisch ist auf jeden Fall noch gut. Speck dürfte wahrscheinlich auch zählen. Wir bezahlen 516. Wie viel haben wir denn jetzt im Warenkorb? 30, 50, 60, 70, 95. So, 105. 125. 135. So. Einmal bitte Handel abschließen. Wir feilschen aber natürlich. Lässt sich was am Preis machen? Mengenrabatt bitte. Nun versuchen wir es. Wir bezahlen 560, komm. In Ordnung. Gut. Guck mal, 125 haben wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir von der Händlerin nicht auch noch was kaufen können. Wie kann ich helfen? Die hat noch Grieben. Das zählt vielleicht auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber die hat jetzt nicht so viel. Das kostet ja nicht so viel. Lass uns mal gucken, ob das auch zählt. Ja, das zählt auch. 160 von 200. Das heißt, wir brauchen nur 40 jetzt. Okay, wir können jetzt nicht rennen. Wir sind überladen. Aber das können wir ja teilweise schon mal ein bisschen... Wir wissen was davon, können wir schon mal bei ins zum Pferd packen. Das ist unter Nahrung. In die Satteltasche. Alles. Guck mal, das passt ja schon fast alles rein. Ja, guck mal, das waren 160 jetzt. Dann schauen wir nochmal, ob wir noch den Rest irgendwie... Es gibt ja hier nochmal einen Händler in Uschütze, vielleicht hat der ja noch was, der Krämer. Es gibt noch zwei Krämer. Der könnte eventuell noch was haben. Und den Rest können wir uns ja fast sogar dann einfach schießen. Hier gibt es noch einen Bäcker. Hier gibt es noch einen Jäger. Vielleicht hat der noch irgendwas. Das kriegen wir schon irgendwie zusammen. Dass wir die 200 Fleisch auch besorgen. Dann sind die nochmal ein bisschen glücklicher in dem Lager. Versuchen mal die bestmöglichste Ausgangsposition zu bekommen für diese Schlachter, die wir irgendwie erreichen können. Also 40 müssen wir jetzt noch kaufen. Vielleicht mal gucken, vielleicht hat er noch was für uns. Eine wunderbare Leckerei. Greif zu! Entweder hat der Händler noch was, oh, wir schleichen, oder na, der wird hier nur Gemüse haben, ne? Der wird wahrscheinlich kein Fleisch haben. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Nahrung, ja, der hat tatsächlich nur alles Mögliche, aber kein Fleisch. Aber vielleicht hat der Händler noch was, der hier drin ist. Der hat ja meist alle möglichen Sachen. Gott sei mit dir. Bis später.
So, Brot, Brötchen, Forelle, Hasenfleisch, 2 Stück. Ja gut, das bringt uns nicht weiter. Okay, also dem können wir nichts abkaufen. Gut, dann gucken wir nochmal, dass wir zum Jäger reiten. Außerhalb von Thalenberg, oder oberhalb von Thalenberg ist ja sogar einer. Dann würde ich sagen, wir reiten nach Thalenberg, reiten dann hier hoch zum Jäger und kaufen den Rest da. Und dann berichten wir mal allen möglichen Leuten von den ganzen Pilze, Äpfel, Karotten, Sachen, die wir erreicht haben. So, wir müssen jetzt rausreiten. Ich glaube, wir müssen genau über den Weg einmal links abbiegen und dann rein nach Thalenberg. Auch den Weg kennen wir. Ja. Also, dann hoffen, dass wir hier nicht überfallen werden. Jetzt hatten wir Glück. Jetzt reiten wir aber schon so oft durchs Gelände und durch Wald, dass ich befürchte, dass wir es nicht ewig... Ach, guck mal, Godwin, der läuft schon hier hin. Schön. Der ist schon unterwegs. Das freut mich. Und dann machen wir uns jetzt hier auf. Nämlich auch immer mal so Überfälle, aber wir kommen anscheinend wirklich gut durch heute. Sehr schön. Dass das ab und zu ein bisschen, ich weiß nicht, also ich habe zumindest hier das Gefühl, dass OBS ab und zu laggt. Nicht das Spiel, aber OBS. Tatsächlich. Ich hoffe, dass das im Stream okay ist. Keine Ahnung. FPS ist okay. Hier habe ich eigentlich gut. Also Spiel läuft flüssig, liegt halt tatsächlich an OBS irgendwie. Mal gucken. So, wir gehen mal zum Jäger und holen uns die 40 Fleisch noch, die restlichen. Ist übrigens auch cool, dass wir jetzt unterhalb der Burg hier einfach lang reiten können und die sich da jetzt verschanzt haben. Also völlig merkwürdig die Situation eigentlich. Genau, über die Brücke und dann hoch zum Jäger. Ja. Und dann haben wir auch alles erledigt. Dann müssen wir mal gucken, dass wir das Fleisch irgendwie ins Inventar bekommen. Wie wir das machen, weiß ich zwar noch nicht, aber gut. Wir versuchen das Beste. So, komm her, Jäger, ich brauch dich. Du hast doch bestimmt Fleisch für mich. Wie ich hört es das Fleisch aus? Nee, stopp. Der, mit dem kann man hier nichts, der hat gar nichts zu kaufen, ne? Hat er eine Quest? Oder haben wir eine Quest bei dem? Nicht, dass wir das jetzt abgeben, aber wir haben jetzt nichts im Inventar, ne? Mal gucken, was der sagt. Ich habe gehört, es mangelt dem Lager an Fleisch. Und was willst du hier? Das Fleisch wandert geradewegs in die Bäuche der Männer. Und denen gibt es viele, allesamt bodenlose Fässer. Ich würde... Was würdest du... Das Einzige, was du tun kannst, ist, dir einen Bogen zu greifen und jagen zu gehen. Lässt sich machen. Und verlier unterwegs ja nichts. Bring das Fleisch schnurstracks zum Quartiermeister im Lager, hörst du? Okay, wir brauchen noch 40 Fleisch. Das ist ja wahrscheinlich relativ gut machbar. Und wir haben ja auch einen Bogen. Lass uns doch einfach mal hier in den Wald gehen. Die 40 Fleisch kriegen wir dann noch irgendwie gejagt, oder? Irgendwie... Kriegen wir wohl noch einen Hirsch oder sonstiges geschossen hier? Wir laufen einfach mal so ein bisschen hier diesen Weg entlang und gucken mal links und rechts, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Irgendwas wird uns schon hier vor den Bogen laufen. Und wenn es nur ein paar Hasen sind, muss ja nicht gleich ein Wildschwein sein. Ich meine, so ein Hirsch oder so ein Reh hätte ich schon was jetzt, aber... Da ist ein Hase. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel jetzt die Hasen überhaupt noch an... zu hoch. Hasen zu schießen ist aber auch so nervig.
Flusstiefe anhalten. Brauchen auch was Größeres. Irgendwas, was... Genau, sitzen bleiben wäre auch nicht schlecht. Na gut, guck mal. Ja, sehr gut, Alex. Meisterschütze, wie er leibt und lebt. Hat er den erwischt? Sag mal. Wirklich jetzt? Also wir um Bogen schießen, ne? Das wird, wir werden ja keine, also wenn das Ziel nicht irgendwie 1 Meter vor uns steht und 5 Meter breit und 5 Meter hoch ist, treffen wir das auch einfach nicht, ne? Also. Das ist das, wenn diese, wenn man so ewig in seinem Leben nur mit Zielhilfe gespielt hat. Und dann kommt so ein Spiel, was einem das so richtig hardcore macht. Und dann ist man schon aufgeschmissen. So, wir brauchen was Größeres. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen irgendwie ein Reh. Oder ein Schwein. Irgendwas, was wir auch treffen, wenn wir drauf schießen. Ist, komischerweise habe ich mich damals bei dieser Hasenjagd mit Kans Kapun gar nicht mal so doof angestellt. Ich habe am Ende viel mehr Fleisch gehabt als er. Und da konnte ich Bogenschießen noch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich seitdem... Was ich seitdem anders mache. Und warum mir das jetzt immer so schwer fällt. Wahrscheinlich. Ah, das ist ja genau hinter dem Busch. Ach, genau drüber gezielt, ne? Ein bisschen tiefer. Und ich hätte ihn. Aber Hasenjagen ist auch wirklich, wirklich undankbar. Ich weiß gar nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass man hier einfach dann auch einen Hirsch oder einen Reh im Weg läuft hier. Ja, guck mal. Der einzige Vorteil ist, dass wir unsere Pfeile wieder kriegen, ne? Die rennen ja noch nicht mal schnell weg und es gibt hier so viele Hasen. Wo sind wir hier überhaupt? Okay, da ist irgendein Lager. Ach, das ist das alte komische Command-Lager hier in der Nähe. Da dürfen wir jetzt nicht unbedingt reinrennen. Oh. Okay, das war tatsächlich mal knapp. Kann hier nicht mal ein Reh durch den blöden Wald laufen, zufällig? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Haben sie hier jemand einbetoniert oder was ist hier passiert? Das sieht ja übel aus. Wir können jetzt nichts mit dem machen hier, ne? Okay, krasser Unfallort. Guck mal, hier ist auch so eine schöne Lichtung. Hier kann doch bestimmt irgendwo einfach mal ein Reh oder ein Hirsch. Wir hatten damals bei der ersten Jagd auch das Glück, dass hier einer rumgelaufen ist. Und wir dann relativ easy tatsächlich einen bekommen haben. Aber jetzt natürlich nicht. Jetzt, wo wir einen brauchen, ist natürlich keiner da. Das Lager war damals hier. Und wir sind hier nach einem Schwein hinterhergejagt. Oh. Du
Du bist ein Hase, aber du bist auch schnell weg. Warte mal, kriege ich euch hier? Oh Gott, warum denn so hoch? Warum zieht denn der so hoch? Jetzt wieder. Jetzt habe ich so niedrig angehalten. Jetzt wieder so niedrig. Es ist unfassbar. Ich habe keine Genauigkeit beim Bogenschießen. Sind das eigentlich Rehe oder was soll das sein? Das ist doch kein Hase, oder? Sieht so merkwürdig aus. Ist das ein Mini-Reh? Das ist ein Reh. Aber das ist ein kleines Reh. Hallo Kompi. Ja, zweimal am Tag. Ja, ich habe Urlaub. Ich habe noch Urlaub, bin aber jetzt nicht mehr unterwegs. Oh Gott sei Dank. Meine Güte. Plündern. Rehfleisch, 48 Stück. Wir brauchen nur 40. Dann haben wir's. Och, meine Güte. Ach komm, wir nehmen alles mit. Was wir haben, haben wir. Es ist ja unfassbar.